Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Goldene Edition Nassau Challenge mit Chibi Let's Play. Und ratet mal, wer wieder in unser Team reingeflattert ist. Es ist unsere liebe Bianca. Yay! Ja, ich hab dich auch vermisst. Und ja, du wirst jetzt bei uns im Team bleiben. Ich habe mich jetzt dazu durchgerungen und ja, seien wir mal ehrlich, sie war unser erstes Pokémon, das wir in der Wildnis gefangen haben. Da sollte sie auch eines der Pokémon sein, mit der wir die Liga stürmen, ne? Nachdem wir noch ein bisschen trainiert haben. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Ich habe dir jetzt den IP-Teiler gegeben. Ups. Ich wollte erst noch gucken. Ja, 2900. Ah, okay. Ja, okay. Das mit dem sollten wir auch noch hinkriegen. Gut, dann werden wir das jetzt so deichseln, dass Bianca so passiv beim so zuschauen kann, den EP-Teiler hat, um dann nebenbei noch so ein bisschen was dazu zu bekommen. Und dann schauen wir mal, was wir bei dir noch so schönes deichseln können. Ich glaube, die Donnerattacke kommt erst in den 40er-Leveln vor. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Wir haben aber noch ein paar TMs, die wir vergeben können. Schauen wir gleich mal. Das Problem ist nur, die Pokémon hier hinterlassen jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte wie erhofft. Oh, ein Rihorn. Einfach auch, weil sie leider nur Level 35, 36 nur in dem Dreh haben. Ich kann mich erinnern, die Pokémon in der ersten Generation waren an dieser Stelle, also sprich in der Siegesstraße, stärker. Auch wenn die Siegesstraße damals halt auch noch anders aufgebaut war. Ich meine, damals waren wir auch noch gezwungen, die VM-Stärke zu verwenden oder so. Wurde hier nicht gefragt. Man könnte fast schon sagen, die Siegesstraße hier ist einsteigerfreundlicher. Wobei man sagen sollte, wer es bis zur Siegesstraße geschafft hat, ist kein Einsteiger mehr, meiner Meinung nach. Aber dementsprechend kann man auch sagen, das Levelniveau der Top 4 pendelt auch so in den, in den 40er-Leveln. Wird natürlich von Mitglied zu Mitglied höher. Auch hier. Yay, Level up! Gut, Bianca erntet fleißig. Weil ich meine, sie ist bei Level 32, da muss man halt so ein bisschen noch pushen. Blubby, du warst kurz davor. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir trotz alledem unterlevelt zu den Top 4 gelangen. Weil ich nämlich ehrlich gesagt keinen Bock habe, hier 12 Stunden rumzueiern. Geschätzt. Aber ja, ich kann mich erinnern, als ich früher halt die zweite Generation seinerzeit sehr intensiv gespielt habe, habe ich auch sehr lange gebraucht, um meine Teammitglieder auf Level 100 zu bringen, weil ich mir dachte, hey, ich habe doch jetzt Pokémon Stadium 2. Und da kann ich beim Transferpack ja die Gameboy-Module mit integrieren und mein Team im dreidimensionalen Raum kämpfen lassen. Und für einen Premium Cup, hieß der damals Premium Cup? Ich glaube ja, der Level 100 Cup, konnte man entweder halt vom Computer vorgenerierte Pokémon ausleihen oder eben mit seinen eigenen kämpfen, die schon ein möglichst hohes Level haben sollten. Und da dachte ich mir, hey, ich level einfach bis Level bis 100, ne? Bis zum Maxi-Level. Ja, hat sehr lange gedauert. Aber ich hab's geschafft. War zwar total unnötig eigentlich,
Ich meine, ich hätte es mit Sicherheit auch mit Level 70 oder so schaffen können. Vielleicht auch. Aha. Ah, die Gegner waren schon hart. Ich weiß noch, bei Pokémon Stadium 1 habe ich auch länger dran gearbeitet als mit 2. Ich hatte zuerst 2, interessanterweise. Danach hatte ich Pokémon Stadium 1. Und ein schönes Downgrade. aber nein. War schon cool. Hat auch Spaß gemacht. Also du bist jetzt bei 38, dann kommt Adam jetzt dran. Und dümp. Wozu sortiere ich eigentlich? Ich weiß auch nicht. So, wer hätte das gedacht, dass Adam schneller ist als dieses Gulbert? So, zwei Flügelschläge wollte ich erst sagen. Und dann können wir weiter. Kein Pling. Kein Pling? Habe ich mich verrechnet? Ja, gewaltig. Gut. Ja, wir können ja die Sonderbonbons auch noch für Bianca vergeben, sobald sie das Pling hat. Weil für diese 200 Punkte jetzt noch einen Bonbon ausgeben, das wäre bescheuert. Ach, ich hätte doch Biss einsetzen können. Aber dann ging die Raserei zumindest daneben. Biss auch. Schön. Weißt du, da spielt man eine Woche nicht und dann ist man schon total raus aus dem Film. Yay! Kommen wir da noch durch mit den Zähnen? Ja. Adam, du solltest Zahnpasta-Werbung machen. Was war das denn? Batsch! Reicht's? Jo, reicht. Schön. Ach so, die Attacke war's. Ich wusste nur, Bianca erlernt noch was im nächsten Level. Aber dass es Bodycheck war... Nein. Es war an sich eine starke Attacke, aber hat einen Rückschlag. Ja, also sowas mag ich nicht. Nee, sowas mag ich überhaupt nicht. Stattdessen mag ich es eher, wenn unsere liebe Bianca ein Sonderbonbon futtert. Mhm. Oder zwei. Oder drei. Ja. Werte haben sich auch ein bisschen erhöht. Dann kannst du das Ding jetzt wieder ablegen, würde ich sagen. Und dafür kriegst du die Flinkklaue. Aber ist das bei ihr überhaupt noch so wirklich sinnig? Ich möchte mal ganz, ganz kurz die Werte vergleichen. Ja. Ich habe gehofft, dein Angriffswert wäre inzwischen ein bisschen höher. Na egal. Ja, sie hat zum Beispiel noch keinen dreistelligen Wert. Aber egal. Du bist bald dabei. Du allerdings auch noch nicht. Ja gut, okay, vielleicht habe ich einfach zu hohe Anforderungen gerade an euch. Ja, kann ja nicht jeder legendär sein. Na gut, dann eiern wir noch so ein bisschen auf der Stelle herum. Hallo? Hallo? Habe ich jetzt alle wilden Pokémon besiegt? Ich wollte schon sagen, ne? So. Direkt im Vorfeld schon mal abklären hier, ne? Dann
kriegt Adam ja zumindest alle Erfahrungspunkte von diesem Kampf. Sollte dann vielleicht auch ein bisschen schneller gehen. Ja, ist schon wieder so der Moment gekommen, an dem ich ein bisschen ungeduldig wäre. Wobei ich mich eher mental auf die Top 4 mal vorbereiten sollte. Beziehungsweise vielleicht schon mal die eine oder andere Strategie austüfteln, beziehungsweise vielleicht auch mal ein paar TMs verteilen. Das kam mir auch mal gerade so in den Sinn. Hm, wir haben da noch was vor. Ich meine, wenn Bianca nicht Bodycheck erlernen kann, dann vielleicht zumindest was anderes, ne? So, nehmen wir mal Basel. Ja, ich hab's geahnt. Komm schon, das kannst du wegstecken. Steck's weg. Geht doch. Pling, Level up. War zwar ein harter Treffer, aber... Schwund ist leider immer, ne? So. Okay, jetzt fehlt nur noch Onkel Horst. Das wird dauern. Es sei denn... Bewusstlos bei Flug-Pokémon. Aber nur in Verbindung mit. Also wenn der Gegner ein Flug-Pokémon ist, wollte ich sagen. Interessanterweise kann Horst das lernen. Aber ich habe mich dazu eher durchgerungen, dass. Blubby kann ja Erdbeben schon. Hat die Stärke 100. Ja, nehmen wir das mal so. So wie früher, ne? Ich hatte zumindest früher auch ein Meganie, was Erdbeben konnte. Ich kann mich erinnern, wir hatten uns mal für ein paar Kämpfe verabredet. Und da habe ich einen Gegner von mir richtig schön geärgert. Der dachte, hey, ein Meganie, dann setze ich meinen Tornupto ein. Zack, weg. Das war sogar noch ein Volltreffer. Instant Kill. Boah, hat der geflucht. Das war cool. Das war cool. Mal gucken, vielleicht habe ich ja dieses Mal auch ein bisschen Glück, was das angeht. Solarstrahl würde ich ungern verwenden, einfach weil, ja, eine Runde Vorbereitung, zweite Runde Angriff. In der ersten Runde kann alles passieren, ist das Problem. Wir sind dem Gegner schutzlos ausgeliefert. Onkel Horst bekommt jetzt die Drachenattacke Feuerodem. Habe ich mich dazu jetzt durchgerungen? Hey, Attacke Feuer Odem sollte ja schon viel sein, ne? Bodyguard werde ich nicht mitnehmen. Auch auf die Gefahr hin, dass wir paralysiert oder vergiftet oder sonst was werden. Spukball. Ich glaube, Adam... Kann Adam das nicht lernen? Nein. Menno! Adam kann nur einen Spukball mit CK, aber sonst... Raub hat denselben Angriffswert wie, ist doch Schleier, wie Biss. Beide so Wert 60. Zornklinge kann Basel erlernen. Ich frage es nur, warum. Eissturm. Habe ich Eishieb noch? Nee, ne? Habe ich nicht neu gekauft. Jetzt weiß ich nicht, war Eissturm stärker als, aber das ist schon eine Stärke 75. Ich glaube, was dem noch höher kommt, ist Blizzard. Und Blizzard als TM habe ich jetzt nicht. Ich glaube, Eissturm hatte dafür 55er Werte. Oh Mann, früher wusste ich das alles auswendig, aber ja, mit der Zeit, mit den Jahren wird man halt auch vergesslich, geschweige denn, ja, irgendwann ist das Interesse halt in einem anderen Themengebiet und ja. Und dann fragt man sich, welche Pokémon-Attacke war nochmal effektiv in diesem Sinne und ja. Ja, früher kannte ich auch den Pokédex auswendig. Heute würde ich das ehrlich gesagt nicht mehr von mir behaupten.
So, war nicht effektiv, aber hey, egal. Hauptsache Punkte. Ich meinte da übrigens den Kanto- und Johto-Pokédex. Also nicht den Pokédex allgemein mit allen... Was haben wir gerade für eine Zahl? Ich glaube... Wir sind schon bei über 700 Pokémon, glaube ich. Fragezeichen. Da ist klar, dass man sich nicht alle merken kann. Auch wenn man es gerne würde. Aber ich bin froh, dass ich zumindest an so einem Stand bin, dass ich die Namen sagen kann, wenn ich das Pokémon sehe. Kling, Level Up! Ich muss den Text nicht dazu lesen, ich muss nur sehen. Einfach nur den Sprite oder das Bild, das reicht mir meistens schon. Und dann kann ich meistens auch sagen, welcher Typ das ist. Und wie man es bekämpft. Und ich kann auch sagen, der alte Mann neben mir hat ein Abra. Und wenn ich zurück möchte, nach Hause, kann er mich zurück teleportieren zur Johto-Region. Dass ich quasi den ganzen Weg bis hierher zurück mir sparen kann. So. Jetzt sind wir so Mitte der 30er-Level. Beziehungsweise Anfang der 40er. Das ist an sich ganz okay. Nicht wirklich gut, aber okay. Moment, wir haben, glaube ich, noch einen Top-Beleber. Der kann weg. Kann noch irgendwas weg? Nee. Dann werde ich das jetzt so machen, dass ich... Was nehmen wir denn? Wie viele Hyperheiler habe ich? Paraheiler, Hyperheiler 29. Gegengift 10. Feuerheiler. Also für die Einzelfälle sind wir auch gut gewappnet. Supertrank. Den einen Hypertrank vom PC habe ich noch geholt. Dann nehme ich noch für die Ernstfälle einfach mal. Zehnmal Top-Genesung mit. Was? Habe ich gerade vorhin auf B gedrückt? Ja, habe ich. Okay. Ich nehme trotzdem 10 mit, auch wenn ich den einen schon gekauft habe. Ach, du hast nicht genug Geld. Ach, daran liegt's. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe da dieses Pling-Geräusch nicht gehört. Woran liegt's? Ja, weil ich sie jetzt alle einzeln kaufe. die Nervosität macht sie auch schon so ein bisschen bemerkbar, glaube ich. Schön. Ich könnte natürlich auch die Pokébälle hier verkaufen. Was kostet denn so ein Köderballenverkauf? Ah, schön. Ist ja nix. 500. Ja gut, es summiert sich irgendwann. Ups, jetzt habe ich den wirklich verkauft. Nee. Nein, doch nicht. So kurz davor habe ich es auch abgebrochen. Ich meine, klar, ich kann das Ganze verballern. Mir davon Top-Genesung kaufen, aber... Ich kann mir genauso gut auch mein Zeugs von hier holen. Mit meinen Zeugs meine ich die Top-Ether. Ich dachte, ich hätte mehr. Ich dachte wirklich, ich hätte mehr. Mama hat nicht so viel eingekauft für mich, ne? Mama! Oh nein, ich habe total vergessen, von ihr das Geld zu holen. Ah, du forderst also die Top 4 heraus. Bist du wirklich bereit? Wenn du mehr trainieren willst, kann dir mein Abra helfen. Ich leih's dir dann aus. Das kann ich bis nach Hause teleportieren. Möchtest du nach Hause? Ja. Hast du gerade noch erklärt und jetzt muss ich es selber machen. Hallo, Vika. Dein Zimmer ist jetzt aufgeräumt. Ist es wegen deinem Geld? Ja.
Ich möchte bitte alles abheben, was du in der Zwischenzeit gespart hast. Alles. Muss ich das echt manuell auswählen? Ist das dein Ernst, Mama? Ja, komm auf zu vibrieren. Handy. Jeden Penny nehme ich mir mit. Mühsam. In der Hoffnung, dass es vielleicht nachher noch für einen Trank reicht. So. Das Gute daran ist, wir waren ja schon im Pokémon Center. Das heißt, wenn ich jetzt hier rüber schwimme und jetzt hier in Kanto bin, dann sollte ich mit der VM Fliegen wieder zurückkehren, oder? Ja. Und da sehen wir jetzt Kanto nochmal, auch ohne Karte, geschummelt. Dort können wir überall noch hin. Sobald wir die Pokémon-Liga besiegt haben. Ne, wir waren ja bei der einen Butze schon reingegangen, der einen Pforte, wo der Mann ja gesagt hat, du kommst hier nur weiter, wenn du alle 8 Johto-Orden hast. Und sobald die gemerkt haben, dass ich die Top 4 besiegt habe, machen sie dann alle Schotten auf. Beziehungsweise zumindest die Schotten gen Osten. Und dann kann ich nach Kanto. Dann kann ich mir dort alle 8 Orden holen. Wie damals in der zweiten Generation. Entschuldigung, in der ersten Generation. In Rot und Blau und Gelb. Und wenn ich die alle habe, dann darf ich die letzte Hürde in Angriff nehmen. Und zum Silberberg reisen, wo ein mächtiger Trainer auf mich wartet. Die Frage ist, wer wird das sein? Komm, dann haben wir noch einen Hyperheiler. So. Ich hoffe, damit bin ich gut genug ausgerüstet, damit ich im nächsten Part hier die Treppe erklimmen kann. Und mich dann, beziehungsweise, und wir uns dann unserem Schicksal stellen. Die letzte Hürde der Nasok Challenge. Und ich bin nervös. Ich bin nervös, obwohl ich das schon bis zum nächsten Part geschoben habe. Tut mir leid. Aber hey, wir sind vorbereitet. Was sollte noch schief gehen, ne? Ich würde sagen, das finden wir dann raus. Also, bis dann und tschüss!